Das Imperium ist ein Symbol für Stärke, Respekt und Reinheit. Darth Malgus darf dieses Symbol nicht in den Schmutz ziehen. Gebt den Befehl und wir lassen Feuer auf die Invasionsarmee herabregnen. Malgus Emporkömmlinge werden fallen, genau wie die Rebellen in Coronet City. Corellia war rein geschäftlich. Das ist etwas Persönliches. Wenn wir über dem Schlachtfeld sind, setze ich euch bei den Schützengräben ab. Danach werde ich euch Luftunterstützung liefern. Jetzt zum Kampf. Malgus der Verräter wird lernen, das Imperium wieder zu fürchten. Genau. So, dann wollen wir mal. Die Republik hat zwar denselben Feind wie wir, willkommen. Aber das bitte heißt, Sie dass Sie nicht vertrauen solltet. Na, ja, wir vertrauen doch nicht der Republik. Nette Schlacht hier. Das haben sie ja natürlich rausgepatcht hier, dass man nicht mehr hier einfach abkürzen kann, was total dämlich ist. Also sind wir jetzt gezwungen, hier lang zu laufen, weil wir hätten jetzt so schön abkürzen können. Das glaubst du gar nicht. Hier vorne wieder rausgekommen. So, den müssen wir leider auch machen hier. Das Ende naht. Hier kommt eigentlich schon der erste Boss, den wir hier sehen, aber den können wir ganz einfach umgehen. So, ich kann man nicht umgehen. Wir schon beim zweiten Boss, den können wir leider nicht umgehen. Da muss man nämlich zuerst Drindarzell wegmachen. Drindarzell für Imperator Malgus. Und das ist weg. Er hat sich doch seine Kalisch geholt. Der Malgus. Ich bin Häuptling Velaso Gretsch, Vereiniger der Kalisch-Stämme und Ruin des alten Imperiums. Welche Trophäe werde ich mir von euch holen? Ein Ohr? Eure Waffen? Malgus wird mich für euren Tod ehren. Malgus, ich bin eine Schande für euch.
Zack. So, da hat man das auch erledigt. Das Geschütze noch. Ups. Gucken, was der schon für ein Loot für uns hat. Gewöhnliche Datenkristallate immerhin für uns. Erreiche Fort Barrow. Weiter geht's. An euch komme ich nicht vorbei. Ne, ne. Die nächsten bitte. Funkkanäle sind aktiv. Offenbar ist Darth Malgus rechte Hand auf dem Weg nach Hilum. Hallo. So. Jetzt sind natürlich hier die zwei Droiden. Hallo. Danke. Schnell alle heilen. So, warte, gar nicht Kristallverarbeitung. Wir umgehen so viel wie möglich. Oh, wie, ich kann keinen Transport mehr nutzen. Ich bin draußen, verdammt. Oh, ernsthaft? Ich bin so weit weg. Und trotzdem pull ich die. Wie sinnlos ist das denn? Ich hab's auch schon mal geschafft, die nicht zu pullen. Alter. Oh, ernsthaft? Nee, es geht noch. Ich wollte gerade sagen, haben die das jetzt hier auch rausgepatcht, dass ich hier nicht mehr hochkomme? Wie die Dödel hier einfach umgehen kann.
den hier kümmern. Einer der nervigsten Bosse hier in dem Flashpoint. Kartell also, aha. Hat Markus sich auch das Huttenkartell an Land geholt, so, so. Roboter kümmert sich da um die, jetzt. Seht ihr, warum ich den Boss total nervig finde? So, weiter geht's. Port Faro. So, hier darf ich komischerweise jetzt wieder ein Fahrzeug nutzen. Warum auch immer. Wir können die Schilde nicht durchbrechen. Schaltet ihre Generatoren aus. Dann können wir loslegen. Na klar. So, da haben wir hier den ersten Generator. Wupp. Das wird wehtun. So, hier ist der nächste. Ups. Der letzte Generator ist hier vorne. Ja, kann man den umgehen? Ich glaube nicht. Ich muss jetzt hier wieder hoch. Ja, ja. Bombenangriff auf mein Zeichen. So,
aber euch umgehe ich ganz gekonnt. Tap. Und tap. Und tap. Was? Warum? Ich glaube, wenn man im Einzelspieler spielt, kann man einige Sachen gar nicht umgehen. Das ist echt zum Kotzen. So, jetzt müssten wir auch zum vorletzten Boss kommen. Gehen kann man den nicht. Nee, wir müssen ja hinten das Dings aktivieren, die Konsole. Mehr Nerv zum Schlachten. Machtwirken machen kann, das kann ich das schon lange. Doch völlig. So, vielen Dank. Das Ding hier deaktivieren. Natürlich nicht nutzen. Nein, Moment! Das ist ein Kommandoschiff. Er ist gut. Jemand muss mit diesem Mist kämpfen. Schilde ausgeschaltet! Triebwerke! Verdammt! Ich stürze ab! Ich habe eure Ankunft vorhergesehen, mein Sith Lord. Willkommen! Ilum ist mit imperialem Blut befleckt. In diesem Moment unterliegt eure Armee der überlegenen Stärke von Malgus' Truppen. Ich fürchte, ich war gezwungen, eure Angriffsstaffel zu vernichten. Sie waren so dreist und haben meinen Stützpunkt angegriffen. Ich hoffe, es waren keine Freunde von euch. Ich hätte nie gedacht, dass der beste imperiale Diplomat auf Voss sich Darth Malgus anschließen würde. Logik spricht mich an, ebenso wie die Voss. Lord Malgus hat Logik im Überfluss. Er will deinen Tarnjäger. Danke, meine Liebe. Telsa Ko ist eine Voss-Mystikerin. Bald wird sie eine Vision empfangen, in der die Voss unter Imperator Malgus in Wohlstand leben. Dann werden sich uns alle Voss anschließen. Genug Zeit verschwendet. Das Ende ist nahe. Komm, Telsa Ko. Lass uns diesen imperialen Abschaum vernichten. Ich sehe nur zu und ehre den Sieger. Wenn das so ist, werde ich deine Vision erfüllen. Für den Ruhm des neuen Imperiums. Ah, Serevin, du bist ein Verräter, mir nicht. Beobachte, wie ich den imperialen Abschaum vernichte. Ja.
Dein Bruder geht Hilfe, ist schon mal weg. Werden die Voss sich uns anschließen? Wenig Blut vergießen, wie ich das vermisst habe. Boah, so ein bisschen nervig ist er ja schon. Der Boss. Sterb endlich, meine Fresse. Danke. Ich habe dich enttäuscht. Tja, was so aus dem Imperium enttäuscht. Dafür mit dem Leben bezahlt. Darth Serevin war ein Freund der Voss. Ich wünschte, ihr wärt an seiner Stelle von uns gegangen. Hesker hier. Wiederhole, hier spricht General Hesker. Hört ihr mich? Ich konnte auch nicht glauben, dass Serevin den besten Piloten der Imperialen Garde vernichtet. Danke für das Vertrauen. Informiert den Großmoff, dass Darth Serevin tot ist und sein Tarnjäger jetzt dem Imperium gehört. Hervorragend. Imperiale Truppen sichern gerade das Fort und wir haben Überlebende gefunden. Soll ich sie erledigen? Verschont uns und mein Volk wird sich dem Imperium anschließen. Vernichtet sie alle. Keine Überlebenden, Hesker. Jeder, der Malgus unterstützt, muss für seinen Verrat sterben. Ich fürchte, damit seid auch ihr gemeint. Nein! Ein gerechtes Ende für die Verräter. Großmoff Regus plant bereits unseren nächsten Angriff. Sichert den Tarnjäger und bereitet euch darauf vor, den falschen Imperator zu töten. Jo, dann haben wir fast Level 61. Jetzt müssen wir hier wieder raus. Come, oh la la, screen.